Mit ungefähr 700 Serienepisoden, zahlreichen Filmen und unzähligen Romanen und Comics ist Star Trek eine der bekanntesten Marken weltweit und hat seit seinen Anfängen in den 60er Jahren Millionen an Fans gewonnen. Da ist es dann nur logisch, dass mit den Jahren auch einige Spiele produziert wurden. Leider konnten die meisten davon, egal ob Shooter, Strategiespiel oder Adventure, bisher nicht überzeugen. Dadurch entstand bis heute ein riesiger Berg an Spielen mit eher mäßigen Wertungsschnitten. Eine der ganz wenigen Ausnahmen war das 2000 veröffentlichte Star Trek Voyager Elite Force, das nicht nur das erste kommerziell wirklich erfolgreiche Star Trek Spiel war, sondern auch von Zeitschriften und Spielern überschwänglich gute Kritiken bekam und sogar Nicht-Trekkies für sich begeistern konnte. Trotzdem ist es aber mittlerweile etwas in der Versenkung verschwunden, was auch daran liegt, dass es digital bisher nicht erhältlich ist. Grund genug, das Spiel nochmal auszugraben und gemeinsam herauszufinden, was es damals so gut gemacht hat. Viel Spaß also beim Rückblick zu Star Trek Voyager Elite Force. Die Geschichte beginnt im September 1998. Damals erwirbt Activision von Viacom für 10 Jahre die exklusiven Lizenzrechte an den meisten vergangenen und noch kommenden Star Trek Videospielen. Davon ausgenommen waren zum Beispiel Spiele zu Star Trek The Next Generation bis 1999 und andere Serien, zu denen Viacom bereits Lizenzen verhandelt hatte. Unmittelbar nach dem Kauf der Rechte werden von Activision einige neue Star Trek Spiele angekündigt, darunter auch Elite Force, das von Raven Software entwickelt wird. Die Arbeit am Spiel hatte nach der Konzeptphase im Januar 1999 mit einem Team von 15 Entwicklern begonnen, das mit der Zeit auf insgesamt 25 Personen anwuchs. In den kommenden Monaten folgten einige Screenshots und Gameplay, zum Beispiel auf der E3 1999. Im September 2000 dann wird das Spiel schließlich veröffentlicht. Warp-Antrieb funktioniert nicht. Elite Force versetzt uns ins Jahr 2376. Nach dem Kampf mit einem unbekannten Schiff wird die Voyager von dessen Explosion erfasst und auf eine Art Raumschifffriedhof teleportiert. Da wichtige Systeme ausgefallen sind, muss die Crew nun das Schiff reparieren und einen Ausweg finden. Da passt es natürlich, dass zuvor von Tuvok das sogenannte Hazard Team gegründet wurde. Das ist eine kleine Einheit von Besatzungsmitgliedern, die das Schiff verteidigen oder auf bewaffnete Außeneinsätze geschickt werden sollen. Wir übernehmen in diesem Team die Kontrolle über Alex Monroe, je nachdem wie wir uns am Anfang entscheiden, entweder eine männliche oder weibliche Figur, und werden auf unsere Mission jeweils von ein paar unserer Teammitglieder begleitet. Mr. Monroe, gehen Sie voran. Dabei verteidigen wir mal die Voyager gegen eingedrungene Plünderer, mal retten wir entführte Besatzungsmitglieder aus den Händen der Borg oder betreten scheinbar verlassene andere Schiffe. Unseren Begleitern können wir währenddessen keine direkten Befehle geben. Stattdessen folgen uns diese, schießen ein bisschen, bedienen Konsolen und unterhalten sich miteinander. Das alles trägt sehr stark zur stimmigen Atmosphäre bei und nur ganz selten fallen diese überhaupt mal negativ auf. Wie hier, wo es etwas länger dauert, bis das ganze Team in den Aufzug gestiegen ist. Zwischen den Missionen können wir immer mal wieder kleine Teile der Voyager betreten, wie zum Beispiel die Brücke oder die Krankenstation. Hier treffen wir dann die bekannten Gesichter des Schiffs, die allesamt die Originalstimme erhalten haben. Ihre Verletzungen scheinen nur oberflächlicher Natur zu sein. Wir werden trotz der leichten Reizung Ihrer Haut keine Hautregeneration durchführen müssen. In dieser Zeit zwischen den Missionen können wir die meisten Türen aber nicht öffnen und Aufzüge lassen sich nur in bestimmten Situationen bedienen. In solchen Momenten wünscht man sich dann, einfach über das Schiff laufen und mehr mit den anderen Figuren interagieren zu können. Tuvok, Vulkanier machen keinen Smalltalk. Die Level sind sehr linear aufgebaut und besitzen nur selten mal alternative Wege. Auch Sammelobjekte, Audiologs oder ähnliches sucht man vergeblich. Dafür sind die Level aber abwechslungsreich gestaltet und die vielen Skriptsequenzen, ähnlich wie bei Half-Life, sorgen dafür, dass uns nicht langweilig wird. Die Missionsziele sind passend dazu sehr direkt und nur ganz selten müssen wir etwas länger suchen.
Zusammen mit unseren Begleitern, die sich immer mal wieder mit uns oder den anderen Teammitgliedern unterhalten, kommt dadurch ein angenehmer Spielfluss zustande. Danke, das war knapp. Wo wollten Sie hin? Laut der Entwickler sollte dadurch für den Spieler das Gefühl entstehen, eine Episode der Serie zu spielen. Aufwendige Rätsel oder längere Sucheinlagen hätten dabei dann zu sehr die Handlung unterbrochen. Tatsächlich segnet man auch im hohen Schwierigkeitsgrad nur selten das Zeitliche. Und die Gegner, insbesondere die Unbewaffneten, glänzen nicht unbedingt mit ausgefallenen Angriffsstrategien, sondern rennen mitunter geradeaus auf uns zu oder bleiben sogar ganz stehen. Das stört allerdings nicht so stark, wie man jetzt glauben mag, denn die Kämpfe machen auch wegen der verschiedenen Waffen einfach sehr viel Spaß. Nach etwas über 5 Stunden lief bei mir dann aber auch schon der Abspann, ein Punkt, der auch damals schon in Tests kritisiert wurde. Alles in allem ist die Kampagne aber genau das geworden, was sich die Entwickler zum Ziel gesetzt hatten. Nämlich die Möglichkeit für Spieler, ihre eigene Episode auf der Voyager zu spielen. Und genau das macht das Spiel in den 5 Stunden Spielzeit wirklich sehr gut. Belana, tun Sie Ihr Bestes, um unsere Verteidigung schneller wiederherzustellen. Immerhin wartet dann ja auch noch der Multiplayer-Modus auf uns. Hier können wir gegen menschliche oder Computergegner in verschiedenen Arenen und Modi antreten. Der Modus ist so gut gelungen, dass es auch heute noch aktive Gruppen gibt, die regelmäßig zusammen spielen. Aber auch so lassen sich über das Spiel einige laufende Partien finden. Jedoch kämpft man dort fast ausschließlich gegen Computergegner. Diesen positiven Gesamteindruck hatten damals auch die meisten Fachzeitschriften. Die GameStar lobte zum Beispiel die vielfältigen Einsätze und Level sowie den Multiplayer-Modus. Die PC Games war ebenfalls begeistert, kritisierte aber die schwache künstliche Intelligenz gerade der unbewaffneten Gegner. Insgesamt erhielt das Spiel mit 86% ganz knapp den höchsten Wertungsschnitt aller Star Trek-Spiele. Da ist es dann überhaupt nicht verwunderlich, dass Activision nach einer wenig erfolgreichen Erweiterungs-CD einen Nachfolger hinterher schob, der von Ritual Entertainment entwickelt wurde und 2003 in die Läden kam. Das markiert dann allerdings auch das vorläufige Ende der Serie, denn Viacom und Activision befanden sich seit Mitte 2003 im Streit, da Activision behauptete, Viacom würde die Star Trek-Serien und Filme nicht ausreichend bewerben. Beide Seiten einigten sich schließlich, aber Activision brachte danach lediglich 2007 noch ein weiteres Star Trek-Spiel heraus. Für Raven Software war nach Elite Force 1 aber schon Schluss mit Star Trek. Stattdessen entwickelte man seitdem Spiele wie Jedi Knight 2 oder Quake 4 und arbeitet seit 2010 an Call of Duty mit. Viele dieser Titel sind mittlerweile digital über Seiten wie Steam oder Good Old Games erhältlich. Der Streit zwischen Activision und Viacom ist aber möglicherweise ein Grund dafür, dass man Elite Force 1 und 2 bisher dort vergeblich sucht. Und das ist schade, denn Tuvok's Hazard Team kämpfte damals in einem hervorragenden Spiel, das sich auch heute nicht verstecken bräuchte.